So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir stehen hier, eigentlich waren wir gerade beim Kinderarzt. Jetzt habe ich gedacht, das ist eine super geniale Location. Guckt euch das mal an, da steht nämlich eine alte Bank. Und da ist so ein Tor und da hinten ist das Schloss. Als Reike da war, waren wir beim Schloss, denn da war auch eine Arena, da haben wir geraidet, das war richtig genial. Wir wollen heute am Freitag noch einen Community Raid machen mit Heatran oder Heatran oder wie auch immer ihr das aussprecht. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben gestern am Donnerstag, da ist er ja schon reingekommen, trotzdem erstmal Mega Zubiris gemacht als Community Raid und Mega Zubiris Raids für Zuschauer ab 18 Uhr. Heute wollen wir den Community Raid mit Heatran machen und am Samstag sogar noch einen mit Tornadator. Ich habe in Campfire geguckt, irgendwo am anderen Ende der Stadt ist einer auf, beziehungsweise geht um 11.20 Uhr einer auf. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Falls ich es schaffe, bis 11.30 Uhr dort zu sein, machen wir jetzt erstmal einen Heatran Raid, Heatran Raid. Den habe ich gepostet, ihr könnt dabei sein. So, das Beste ist, wir sind mit Navi gefahren. Das hat uns jetzt angezeigt, die Arena ist genau hier. Und hier ist mitten an der Kreuzung, weil dort kommen nämlich überall Autos. Hier vorne ist die große Kreuzung, dreispurig, links geradeaus, rechts, alles hin und her. Ich konnte mich ja jetzt nicht hier einfach hinstellen. Bin ich jetzt hier reingefahren, habe mich jetzt darüber gestellt. Und das hier ist ein indisches Restaurant, internationale Küche, Bombay Mamma Mia. Was für ein Zufall. Und weil ich jetzt eine halbe Stunde warten muss und das blöd aussieht, wenn ich eine halbe Stunde hier rumstehe für einen Raid, habe ich zu Pupsi gesagt, wir können ja gleich schnell was zum Mittag essen. Haben mir jetzt einen Döner bestellt. Pupsi hat sich Pizzabrötchen bestellt. Wir setzen uns jetzt hier rein zu den Zelten. Wenn wir jetzt Mittag essen, dann habe ich direkt auch einen Tisch, wo ich die Handys drauflegen kann. Einfach spontan mal so mitgenommen. Hier ist auch eine Tanzbar. Hier ist auch eine Cocktailbar. Guckt euch mal den Superwagen an. Guck mal, der freut sich. Der hat gute Laune. Havana Club. Oder hier, guck, sie freut sich auch total. Die freut sich so sehr, die hat schon richtige Bauchgesicht vom Lachen. Ja, wir setzen uns jetzt also irgendwo hier hin, wo die Arena wirklich genau ist. Altes, gammeliges Gebäude da vorne, mitten an der Kreuzung. Das gucke ich mir jetzt nicht an. Was ich mir angucke ist, der Döner, der gleich kommt. Und wenn ihr schon immer wissen wolltet, aus was Döner eigentlich gemacht wird, hier seht ihr das Dönertier. Sieht ungefähr so aus. Aus einem Dönertier schafft man ungefähr 4 ganze Döner, ja? Spaß. So, ich hoffe, die Frau Wöllner ist jetzt beruhigt, damit sie endlich mal die Wurst gesehen hat und ich kann jetzt in Ruhe Döner essen. So, das ist die Dönerbox von Pupsi. Das ist der Döner für ein Pupi. Und das sind die zwei Handys. Vor allem flackert nur das eine. Bei dem iPhone ist das gar nicht so. Jetzt weiß ich, wieso es beim Honey nicht flackert, weil der auch ein iPhone hat. Ich habe mir jetzt noch ein Wartebier bestellt für die Wartezeit, bis der Raid losgeht. Aber eigentlich müsste ich erst den Döner essen. Aber den schaffe ich vor dem Raid nicht mehr, deswegen esse ich nur danach, schneide ihn aber vorher rein. So, ich zeige euch nochmal den Döner, dass ihr nochmal den Döner seht. Habe auch ein Bier bekommen mittlerweile, wovon schon was fehlt. Warum? Das seht ihr am Ende des Videos. Jetzt stellen wir das mal kurz hier ab und wollen wenigstens einmal in den Döner reinbeißen. Das ist ja kein Döner-Test. Das ist ja einfach nur, dass in dem Video halt ein Döner drin vorkommt. Einfach für die Klicks, versteht ihr? Weil Döners bringen Klicks. Da darf man es aber auch nicht in den Titel schreiben, damit man doch keine Klicks kriegt. Das Brot ist auf jeden Fall interessant, weil die meisten sind immer so richtig zack, zack, zack. So dreieckig und einen runden Bobs. Und das ist ja generell irgendwie viel länger, ovaler und irgendwie fällt der ganze Salat raus. Ich beiß einfach mal rein. Das ist ja mit Spezialsoße, glaube ich. Es gab auch scharfe Soße und würde sagen, sehen wir uns gleich beim Raid. Mmh, 100% Geschmack, 200% Soße. Ich glaube, da beiß ich noch mal rein. Aller guten Dinge sind drei und jetzt weiß ich auch, wieso Pupsi die Döner immer mit Gabel isst, falls sie mal so einen abbekommen, damit es nicht so eine Sauerei gibt. Der ist jetzt hier hinten schon auseinander geplatzt und alles fällt raus, aber egal, fürs Video nochmal saftig in die Mitte. Mmh. So, wenn das gut aussieht, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe mir jetzt hier auch so einen Latz umgehangen.
so Bud Spencer-Style, aber ich will den eigentlich innen drin voll machen, wenn ich außen an dem Orangen. Und jetzt ab zum Heatran Raid, oder rein, besser gesagt. So, ich sitze jetzt hier am Esstisch. Der Raid ist auf. Ihr seht ihn hier. Aber bevor ihr den seht, zeige ich euch noch mal kurz. 11.30 Uhr habe ich den gepostet für 11.30 Uhr am Former Military Hospital. Und wen laden wir ein? Ich bin auf die Kommentare draufgegangen. Stellt euch das mal vor. Und habe hier Pogehanda, Shenaya, Kuli Uhuwe, Yoda, Trainer Sir Ups, 5 auf dem einen und dann gelber Deadpool, DJ Rock und, oh, Wickeda. Wickeda muss ich ganz kurz mal schauen, ob der hier drüben noch drauf ist. W-I. Wickeda ist drauf, passt perfekt. Jetzt habe ich nämlich hier 3. Dann habe ich nämlich, das ist das Problem, wenn sich jetzt noch einer einträgt und ich nicht nochmal nachgucke, dann geht vielleicht einer unter. Im Community-Tab findet ihr natürlich auch die Konda-Liste mit Heatran. 21,45 steht hier drauf, ist der 100er Wert. 26,81 ist der andere 100er Wert mit Wedder Brust. Ihr nehmt am besten Boden. Wenn ihr also bei Anego Proto Groudon hattet wegen Boden, dann nehmt den einfach bei Heatran nochmal. Und wenn Anego im Solo möglich war, dann wird Heatran noch besser im Solo möglich sein. Vertraut mir da. Ansonsten nehmt halt Bodenarmee. Wir haben den damals schon mit Bodenangreifern im Duo gemacht. Damals gab es noch keine Krypto-Pokémon, damals gab es noch kein Level 50. Selbst Level 30 Spieler mit ein paar Boden-Pokémon zu zweit haben den locker einfach weggemacht. So. Was wir noch haben und euch zeigen können kurz ist mein 100%iges Heatran auf Level 50, was ich damals vom Baloo bekommen habe. Das finde ich richtig toll, da bin ich stolz drauf. Waldbronn, Baden-Württemberg. Und wir haben dann hier noch eins von Andy Wanderer und dann noch eins, das haben wir sogar mal beim GoFest live im Stream gefangen unterwegs mit Isvo und Hannes. Jetzt ist es gleich 30, das heißt, ich werde jetzt einfach reingehen, werde die Leute einladen und werde mal gucken, ob vielleicht ein Shiny dabei ist, ob noch ein 100er dabei ist, ob wir vielleicht ein paar XL sammeln für unser zweites oder drittes 100er. Brauche ich eigentlich nicht hochziehen, oder? Obwohl, der hat jetzt eine neue Attacke. Mit der neuen Attacke kann es sein, dass er sogar noch besser wird, wo er vorher eigentlich total schlecht war. Also, dass er überhaupt mal gut wird, sagen wir es mal so. Ich schmeiße jetzt hier die Pässe rein. Pupsi, machst du mit? Keine Zeit, gell? Hätte dein Handy noch hier hinschmeißen müssen, damit die mit ihrem Super Sani-Account, der hier als erstes steht, auch mitmachen kann. So, die 5 sind eingeladen. Hier drüben habe ich DJ Rock, gelber Deadpool, Wickeda. 2 Plätze sind eigentlich noch frei. Was? Süß? Haben sie Zucker auf die Pommes oder wieso sind die süß? So, die Leute sind eingeladen. Die Pupsi hat jetzt das Döner-Tier in den Arm genommen, weil die sagt, ich brauche kein Brot dazu, ich esse das einfach so, wie es ist. Das Einzige, was nicht süß ist, ist, dass die Mütze schon wieder auf 7:30 hängt und er dann immer aussieht wie ein Schlodrian. Aber das ist egal, wie der Papa halt. 12 Leute drin, Mystical Black ist auch da. Ich könnte ja eigentlich eine Mega-Entwicklung mal anmachen. Moment. Mega 3. Irgendwas vom Typ Stahl oder so. Nehmen wir mal das. Das macht jetzt keinen Sinn, werdet ihr sagen. Ich möchte ein Stahl-Pokémon Mega entwickeln, dass ich dann gleich, wenn ich mit Bodenangreifern das Heatran besiege, mehr XL-Bonbons bekomme, weil Stahl geboostet ist. Ich möchte mit dem aber nicht angreifen. Das heißt, wir gehen rein, geben nochmal Boden ein und nehmen halt einfach hier wieder dieses Team und dann reicht mir das. Egal. So, wer ist denn noch da? Blood in Tears, Mystical Black kann ich noch grüßen, Borky kann ich noch grüßen. Austria Chilzen kann ich grüßen. Wo kommt der denn her? Den habe ich schon seit 100 Jahren nicht mehr gelesen. Flying Borgi und was ist Guhu Buhu? Kenne ich auch nicht. DJ Rock drin, passt. 15 Leute, wird auf jeden Fall passen. Wir nehmen mal einen Schluck von dem Laikheim Bierchen, was hier rumsteht. So, und dann geht der Kampf los, dürfte wie gesagt nicht so lange dauern. 2 Trainer auf Level 30 dürften den schon locker machen.
Mittlerweile habt ihr Level 40, habt ihr Level 50, habt ihr Kryptos, habt ihr Proto-Groudon, das ja auch solo möglich ist. Das sind Dinge, die jetzt früher nicht gegeben, die gibt's halt jetzt. Wir werden am Sonntag trotzdem ab 10 Uhr Raids für Zuschauer machen, vielleicht 2 Stunden, 10 bis 12, mit Thomas, der hat sich angekündigt, dass ich für Heatran einlade, der Bock hat und noch einen Shiny sucht vielleicht. Und Thomas gleichzeitig sich um die Leute kümmert, die Tornado möchten, weil der ja auch total selten ist, in den Raids und ihr wenigstens vielleicht den Pokédex-Eintrag wollt. Lädt Thomas für Tornado ein, ich für Heatran. Und falls noch einer Mega zu Beerus braucht, können wir den am Sonntag auch einladen von 10 bis 12 Uhr zu einem Mega zu Beerus Raid. Schaltet also ein am Sonntag ab 10 Uhr, dann hört ihr mal Thomas wieder quaken. Jetzt haben wir ja 12.500 EP. Ah, das ist normal. Gibt ja momentan während des Events mehr Erfahrungspunkte für Raids. 21.05, das ist leider nix. Den werden wir trotzdem jetzt fix hier eintüten. Finde ich, lässt sich auch gut fangen. Sitzt halt sehr weit vorne, hat einen riesengroßen Kreis. Ist auch sehr aggressiv, wie ihr seht. Er greift nämlich ständig an. Und man trifft sogar daneben. Das muss man sich mal vorstellen. 1, 2, 3 und drin. Drin im ersten Ball, der getroffen hat, aber irgendwie daneben getroffen und deswegen, naja, 4 XL habe ich jetzt bekommen. Durchs Fangen, das heißt eigentlich müsste ich ja 3 gekriegt haben, durchs Besiegen und 4 nochmal zusätzlich jetzt fürs Fangen. Stimmt das? Macht das Sinn? Oder sind die 3 durchs Besiegen jetzt erst angezeigt worden, plus 1 durchs Fangen zusätzlich, dass das 4 sind? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt mal rein, habt ihr schon einen Shiny? Braucht ihr noch einen Shiny? Braucht ihr einen 100er? Ich werde jetzt meinen Döner essen, aber das habt ihr ja schon vorher gesehen, weil ich das jetzt anders schneide, damit ihr auch wirklich dranbleibt, bis der Döner gegessen ist und wurde. Tschüss, Pupsi. Guckt euch das mal an. Also nicht das, aber hier, dass da einfach die Tomaten liegen. Die tue ich noch, ja, das Dönertier manchmal, wenn das, dann tue das sowas dahinter lassen. Das sind die Ausscheidungen vom Dönertier wahrscheinlich. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.